Es scheint, als steckt hinter der Kammer der Flammen mehr, als ich ursprünglich vermutet hatte. Ja, vielleicht so ein Kräutergarten! Ja! Bevor du wieder spoilerst. Mit Basiliskikum. Mit Basiliskikum. Ja, richtig, richtig. Ha, Spoiler abgewendet. Die Menschen werden mir dankbar sein. Dumbledore stirbt am Ende. Aber er wird nicht von Kräutern getötet. Nee, auch nicht von Basiliskikum. Basiliskum? Basiliskum finde ich noch besser. Basiliskum, ja, es ist Basiliskum. Ja. Okay. Als ich dann diese Wesen gesehen habe, bin ich weggelaufen. Aber wie sie sehen konnten, haben sie mich gefunden. Ich dachte, das wäre es für mich. So, du kannst jetzt kurz die Grammatik diskutieren. Ach so, ja, nee, da war ja, genau, wie die, also, da, nee, der Satz ist ja leider, steht ja leider nicht mehr da, ich habe ihn versehentlich geskippt, aber er war so, wie sie, also mit großem S, sehen konnten, also der Herr Layton, haben sie mich gefunden, oder? Wie ja, war das? Ja, sie klein und es waren die Schattenmenschen. Richtig, ja. Aber man könnte es ja auch mal anders sehen. Die Schattenmenschen haben gesehen, dass Layton sie gefunden hat. Stimmt. Also nicht die Schattenmenschen, sondern also die auch, also alle. Oder und Maya. Wie Layton gesehen hat, hat Layton Maya gefunden. Ja, wie sie. Ja, stimmt. Das geht auch. Also es gibt so viele Möglichkeiten, je nach Schreibweise, ob man da ein großes S oder ein kleines hat. Grammatik ist schon schwer. Ja. Und dann bin ich aufgewacht, taucht. Ist das so richtig? Ja, aus einem See! Moment, 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 Moment. Ja, das ist richtig. Nein! Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Günther. So. Warum nennen Sie mich immer Günther? Stimmt etwas nicht, Fräulein Günther? Ach, es ist Nick. Er macht sich sicher fürchterliche Sorgen. Ich meine, ich wurde direkt vor seinen Augen ins Feuer geworfen. Ich sollte das öfter mal so machen. Dass das so langsam läuft und dann einfach weiterklicken. Nee, ach so, nee, es ist nix. Es ist nix? Nix. Sie hat da noch ein S vergessen. Aus Ryder wird jetzt nix, sonst ändert sich Twix. Ja, ich bin auch um Luke besorgt. Luke. Allerdings denke ich, Luke und Herr Wright merken sicherlich, dass hier etwas nicht stimmt und lösen das Rätsel. Wir sehen Schwupp. Sie bestimmt bald wieder. Ja, ja, Sie haben recht, Herr Layton. Boah, das klang ja sehr überzeugt. Fürs ja, Erste. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ah, auf Sören könnte ich schwören. Fürs Erste sollten wir diesen Ort so gründlich wie möglich untersuchen. Untersuchen? Hey, Finger weg! Ja, genau da. Ja, dieses Gebüsch da scheint einige Geheimnisse zu bergen, die mit vergangenen Geschehnissen verbunden sind. Ja, da sind noch Flecken. Aber Fräulein Maya... Sie wurden zu Recht ins Feuer geschmissen. Sie sind nicht unschuldig. Ich wurde in Gold verwandelt, nur um mich dann hier wiederzufinden. Und dann wurden Sie, Fräulein Fay, befleckt, mit dem Vorwand, verbrannt zu werden, hierher transportiert. Möglicherweise ist dieser Wald... Konnten Sie uns so schnell finden? Was sollen wir tun, Herr Layton? Es wirkt so, als hätten Sie auf der Lauer gelegen. Sie auf der Mauer. Mit einem kleinen Panzer. Ich fürchte, dieser Auseinandersetzung können wir nicht aus dem Weg gehen. Was macht der da? Warum sehe ich's nicht? Back mit Cookies. Back mit Cookies? Ja. Von welcher Firma?
Einer, der sich lohnt. Die gleichen wie letztes Mal. Ah. Nicht dieselben, Gott sei Dank, aber die gleichen. Dieselben. Oh Gott, also nein. Zum Teilweise dieselben. Die standen letztes Mal auch schon hier, wenn man so will. Ach so. Diese Kekse sehen so aus, als... Ja, mach ruhig Kekse. Diese Kekse sehen so aus, als würden sie Gewichte heben. Sie wirken viel stärker als die anderen. In der Tat. Weil sie dazu beitragen, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Überlassen Sie das mir. Jetzt treten Sie bitte zurück, Fräulein Fay. Zeigen Sie denen, wo es lang geht. Da drüben. Aber vorher müsst ihr noch das und das und das verschieben. Nun, wieso der ganze Trubel? Ihr hattet einen Auftrag auszuführen, oder etwa nicht? Oh, ich finde das so toll, dass die jetzt nochmal auftaucht, wie schon in der letzten Aufnahme. Nicht-Aufnahme. Weil dann kann ich die widersprechen. Das liegt also, ihr auch. Was tut ihr hier? Antwortet. Die spricht so, wie du eigentlich normal sprichst. Ja, eben, deswegen ja. Endlich kann ich mal normal reden. Vergibt uns, so große Hexe. Was? Oh, warte, nicht sagen. Ich hab da selber einen Sound für. Was? Damit unsere Maya-Sprecherin sogar, obwohl sie gerade nicht anwesend ist, schade eigentlich, Maya spricht. Maya spricht, ja. Finde ich gut. Im Übrigen, wir müssen sie ganz kurz feiern. Hip hip hurra, heute ist nämlich der erste Maya. Ah, Maya de... Maya de Uno. Ja. Oder so. Nee, Uno de Maya. Du bist der Spanier von uns beiden. Und außerdem war es ja Mayo und nicht Maya. Na egal. Hab ich leider keine im Haus, nur Senf. Nö, ja, stimmt, heute ist der 1. Maya. Mhm. Dann deswegen... wissen die Leute wieder, wenn es hochgeladen wird, ist er nicht. Scheiße, der hat ein Dreivierteljahr gebraucht, um den Scheiß hochzuladen. Ein ganzes Jahr. Und 3 Tage. Ja. Wir sagen wir ja lachen, aber stell dir vor, du lädst es wirklich jetzt 2017 erst hoch, das wäre krass. So, dein Text. Das ist die Hexe vom letzten Mal. Also von vorgestern. Was macht sie hier? Ja, eben. Das ist die gleiche Hexe wie vom letzten Mal. Nein, das ist die... Oder stell dir mal vor, die hätten einen Schreibfehler. Das ist die Hexe vom letzten Mal. Weißt du, also die Hexe, die auf dem Bild mit Jesus drauf ist. Das ist die Hexe vom letzten Mai. vom letzten Mai. Ja, stimmt. Wir laden das ja erst in 2017 hoch. Ja. Was macht sie hier? Die Hexe vom 1. Mai ist das. Oh Gott. Ein prachtvoller Anblick, nicht wahr? Weißt du, wer da unter der Maske sein müsste? Emmy. Nein. Wer dann? Ich dachte, du hättest dir das vom letzten Mal... Ich weiß nur, dass ich da auch Emmy gesagt habe, aber nicht mehr, was es denn stattdessen war. Bayonetta. Ach genau, stimmt. Gedächtnis wie ein Sieb. Okay, ich hätte da jetzt ein ganz blödes Wortspiel, aber das unterlasse ich lieber. Jetzt interessiert es mich aber schon. Ja, wenn dein Sieb kaputt ist, dann... Egal. Fällt halt alles durch. Egal. Nee, dann könnte man es ja reparieren. Und danach ist dein Sieb... Egal. 8? Ja, genau, dann ist es ein 8. Egal, ein prachtvoller Anblick, nicht wahr? Bitte in die Kommentare erklären, was er gemeint hat. Ich hab's nämlich nicht verstanden. Ich hoffe, es hat niemand verstanden, weil das ist so ein schlechtes Ding und das ist... Nein. Ich weiß von nix. Weiter. Ja. 2 Besucher der Hexenprozesse. Ein Opfer... Opfer. Und eine Angeklagte. Äußerst seltsam.
Wie bitte? Sie nennen mich ein Opfer? Es war eure Schuld, dass ich überhaupt als Hexe angeklagt wurde. Oho. Ich bin der Weihnachtsmann. Soll ich dir mal meinen großen Sack zeigen? Sie lässt sich nichts gefallen, hm? Nur die Ruhe. Ich habe nicht vor, euch beide zu verletzen. Ich will euch töten, aber schmerzlos. Das ist unser drittes Treffen. Sagt, was habt ihr vor? Was? Was? Sie treffen sich zum dritten Mal? Mit ihr? Was haben sie die ersten beiden Male gemacht? Das möchte ich lieber unter Verschluss halten. Das nicht etwa? Tee getrunken? Doch. Ja, ich habe sie zum ersten Mal in London getroffen. Das war noch bevor ich nach Labyrinthia gekommen bin. Aha, das habe ich mir bei Ihnen abgeguckt. Die Betonung. Ich kann mich erinnern. Genug, tretet zurück. Ihr Minister. Aua! Bist du nicht? Ich glaub nicht. Ach so, nee, das war sie noch. Diese zwei sind Gäste. Lasst sie in Ruhe, ist das klar? Stellt sicher, dass alle Schatten diese Nachricht erhalten. Auch die vom Baum? Ja. Schatten? Sind das diese unheimlichen Leute in den seltsamen Robben? Ja. Ja, Gebieterin. Wie wünscht, oh große Hexe. Die, und wie, welches Pokémon haben wir letztes Mal eingeführt? Weißt du das noch? Die große Hexe Arcani. Genau, dass wir da nicht vorher drauf gekommen sind. Also bevor wir vorher schon mal jetzt drauf gekommen sind. Man kann ja auch auf Sachen mehrmals kommen. Wenn einem Sachen halt nochmal einfallen später. Aha. Was dachtest du denn jetzt? Ah, nix. Große Hexe? Es besteht kein Grund zur Sorge. Bleibt ruhig. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Nicht solange ihr hier seid. Sagt, was seid ihr? Wisst ihr, soweit ich gehört habe, seid ihr ein Meister im Lösen von Rätseln und Mysterien. Stimmt das nicht? Nun gut, es steht euch frei, den Wald Purgis zu untersuchen, wie es euer Herz begehrt. Yes, euer Herz begehrt. Der Purgiswal. Der Purgiswal. Purgiswal? Die Antworten auf eure Fragen sind hier. Es steht euch frei, sie zu suchen. Und dann plant ihr unsere Festnahme? Bitte vergibt das Verhalten der Schatten. Sie sind manchmal etwas übereifrig. Überreif. Rick. Wer ist Rick? Sie sind nur ihren Anweisungen gefolgt. Ihre Aufgabe, wie sie es nennen, ist es, alle Besucher dieses Waldes zu Mitgliedern der Schattenfamilie zu machen. Schattenfamilie? Was heißt das? Etwa die Schafia? Ja, genau. Schattenfamilie? Was heißt das? Na, das heißt Schattenfamilie. Schattenfamilie? Was heißt das? Frag doch einfach nochmal. Genau. Wie ich sagte, ihr solltet selbst nach den Antworten suchen. Wenn ihr mich nun entschuldigt, ich habe noch eine Verabredung mit einem weiteren Besucher. Ein Besucher? Bis zum nächsten Mal, Professor Herschel Layton. Wusch! Sie ist verschwunden. Ohne WD auszusagen. Hm.
also, Herr Layton, die von der Sie geredet haben.